Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, Großlust an steilen Thesen, jede Menge Gelächter und vor allen Dingen auch ganz viel gefährliches Halbwissen. Und was ist eigentlich mit diesem Kopfhörerkabel hier passiert? Ist mir jetzt runtergefallen. Wiederaufführung. Das ist einmal die Frau, ohne die dieser Podcast nicht mehr existieren würde, würde ich sagen. Das klingt ja, als hätte ich hier jetzt. Absolut stolz. Ich bin Kali. Und ich bin auch dabei, ich bin der Max. Hallo, hallo. Und wir sind heute in Folge 158 und da kehren wir zu den Wiederaufführungswurzeln zurück heute. Denn es ist gar nicht so lange her, da habe ich von den Reklambüchern zum Thema Stilepochen des Films, heißen die, habe ich von den Stilepochen des Films die Ausgabe Der NS-Film gelesen. Und der ein oder andere Hörer, der uns vielleicht seit unserer ersten Folge hört, der weiß, dass wir immer auch mal oder immer wieder zum deutschen Kino, ins deutsche Kino abgetaucht sind. Zumindest die, in Anführungszeichen, alten Filme. Wenn man nachgezählt, sind so rund 50, also knapp ein Drittel unserer regulären Folgen sind Folgen zum deutsch-deutschen Vorkriegs-, Kriegs-, Nachkriegsdeutschen Film. Und in der ersten Folge hatten wir nicht nur Fritz Langs Frau im Mond, sondern da waren da noch so Kühn, Christian und ich damals, dass wir auch noch einen zweiten Film besprechen wollten, Mon Petit von Helmut Keutner. Den haben wir auch besprochen, aber ich würde sagen, nicht in der ihm gebührenden Länge. Ist aber so passiert und ich möchte heute einen weiteren Film von Helmut Keutner schauen mit dir. Du magst ja auch Hamburg, wir sind ja gerne mal in Hamburg, waren wir auch gerade... Das wird untertrieben, ich liebe Hamburg. Vor kurzem wieder. Und da werden wir heute hinkehren, denn ich habe rausgesucht, du bist noch völlig ahnungslos, ne? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich, ja, mach mal weiter. Also Helmut Keutner, Hamburg, müssen wir noch genauer, Hamburg, St. Pauli, aber du weißt wahrscheinlich auch gar nicht so unbedingt. Ich hab gar keinen Grund. Ja, bin gespannt, was ihr erwartet. Also ich hab auch in der Hinsicht keinen Dunst, dass ich den Film nicht kenne, sondern nur den Titel und immer gelesen habe, ja, seine ersten Meisterwerke zeit und so. Große Freiheit Nummer 7 werden wir heute bewandern, zusammen mit Hans Albers. Mhm. Ein Film, der entstanden ist zum in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs. Und soweit ich das jetzt noch im Kopf habe von diesem Reklambüchlein, zunächst noch an Originalschauplätzen in Hamburg gedreht, dann abgezogen Richtung Prag und eventuell Budapest oder Warschau oder so. Also auf jeden Fall dann aus Gründen des Krieges entsprechend die Produktion verlegt. Ich habe eigentlich immer nur gehört, ja, toller Film und Keutner, und für mich ist das eben so ein Riesenname in der deutschen Filmgeschichte, Helmut Keutner, von dem wir, wie gesagt, bisher Mon Petit geguckt haben, hier in unserem Archiv und mehr noch nicht. Dementsprechend an dich die Frage, sagt dir Helmut Keutner allgemein irgendwas? Also der Name ist auf jeden Fall der Name ist mir bekannt, aber ich habe selbst von ihm noch nichts gesehen. Und ich habe auch allgemein, glaube ich, auch was die ganze deutsche NS-Filme angeht, auch noch keine großartige Erfahrung. Also das war auch mein erster Podcast jetzt, wo ich überhaupt in diesem Bereich jetzt dabei bin. Mhm. Also ich habe mal in das Archiv geguckt, wir haben... so rückblickend finde ich das eine sehr enorme Paarung. Wir haben hintereinander besprochen, erst Jakob der Lügner und dann hatten wir Opfergang, was so quasi völlig unterschiedliche Enden des Spektrums sind. Also Jakob der Lügner ist natürlich ein nach dem Krieg entstandener Film, der sich aber eben mit dem Krieg auseinandersetzt, und Opfergang ist ja während der Kriegszeit noch entstanden. Und ich weiß nicht, wohin ich gerade gehen wollte in diesem Satz. Na, auf jeden Fall sind wir jetzt sozusagen wieder in einer Zeit, in der Zeit des Weltkriegs, wobei Helmut Keutner ja auch so eine Person ist, die jetzt nicht unbedingt als der überzeugte Nazi gilt oder sonst wie, sondern eben als schon jemand, der andere Gedanken hatte. Aber vielleicht sehen wir da ja was in dem Film oder so. Weiß ich auch noch nicht. Ich kann nur sagen, dass ich weiß, dass ich von Hans Albers immer wieder angetan bin in den drei Filmen. Hm. Hat Hans Albers auch in Der blaue Engel mitgespielt? Oder verwechsel ich das jetzt? Nee, warte mal. Das war der am Ende. Ja klar, das ist der am Ende, der dann kommt. Der andere Mitbewerber um die Lola.
Ja, ne? Genau, ja, stimmt. Also, Hans Albers, wir hatten, der Greifer ist in unserem Archiv, da hatten wir, glaube ich, erstmalig mit Hans Albers zu tun. Genau, der Blaue Engel, da haben wir auch schon gesprochen. Ich hatte noch gesehen, auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Und dann gibt es den James Bond, Pre-James Bond-Verschnitt, ein gewisser Herr Gran mit unglaublicher Wirework-Action gegen Ende. Da, wo man schon gar nicht mehr mit rechnet. Und Hans Albers ist für mich jemand, der eben immer total raussticht. Also der wirklich, wenn ich jetzt so denke, naja, die Schauspieler kriegen halt so eine bestimmte Sprache beigebracht und Atemtechnik und alles. Und Hans Albers ist halt Hans Albers. Ich glaube, der könnte gar nicht, selbst wenn er wollte, oder hätte, wenn er gewollt hätte, nicht mal anders spielen können. Der ist einfach eine Marke. Das ist so mein Eindruck von den paar Filmen. Ich bin ja gespannt, ob es gleich wieder so ist. Gesehen habe. Ja, dementsprechend machen wir hier gleich das Gerät einmal aus. Dann machen wir den Player an, gucken dieses Filmchen. Den gibt es auf Blu-ray. Die Murnau Stiftung oder in Kooperation mit Universum Film. Ist das nämlich so, dass die Filme, die jetzt so in den letzten Jahren restauriert worden sind und restauriert werden, dass die erfreulicherweise auch den Weg nicht nur auf DVD finden, sondern tatsächlich auf Blu-ray, was mich sehr freut. Wenn man dann noch meckern auf hohem Niveau möchte, ist, dass da meistens keine Extras dabei sind und nicht mal eine deutschsprachige Untertitelspur. Aber immer noch besser, als wenn diese Filme gar nicht erscheinen würden. Demnächst oder jetzt gerade erschienen ist zum Beispiel noch Der Golem, wie er in die Welt kam, Der Geiger von Florenz, den ich auch überhaupt noch gar nicht kenne. Ich glaube, jetzt auf dem Filmfest München läuft Wasser für Canitoga, der ist auch aus der Kriegszeit, auch mit Hans Albers, der wird dann mit Sicherheit auch in absehbarer Zeit erscheinen. Der Film Titanic von 1943 kommt demnächst auch auf Blu-ray. Also da geht ein bisschen was so im deutschsprachigen Filmarchiv und eben gerade auch aus der Zeit des NS-Films, was man sich dann natürlich auch mal mit gewissen Distanz anschauen sollte. Und wie gesagt, wir hatten ja hier schon Opfergang vor allem. Also die Auseinandersetzung, glaube ich, lohnt sowieso immer, einfach um zu wissen, was da überhaupt abgegangen ist oder auch nicht. Ohne das eben komplett einfach nur abzufeiern, ohne das irgendwie zu hinterfragen. Ja, ein bisschen verschwurbelt. So, ich würde sagen, wir legen los oder hast du noch was? Alles klar, dann sagen wir jetzt kurz Aufnahme Stopp, Film ab und dann spreche ich gleich weiter und wir sprechen über den Film. So, wo haben wir den Film geguckt? So ist es. So schnell kann es gehen in der Hörerwelt. Große Freiheit, Nummer 7. Wir können ja nochmal einen ganz kleinen Inhaltsabriss machen. Ja, Max, fang mal an. Wir befinden uns in St. Pauli und die Padua läuft wieder ein in den Hafen und die beiden Seemänner Jens und Fiete und ihr Kölner Kollege, ich habe nämlich vergessen, ob wie er heißt, gehen von Bord und kriegen berichtet, wir und der Kölner Kollege kriegen berichtet, wie toll denn St. Pauli ist und dass da vor allen Dingen auch im Hippodrom, in der großen Freiheit oder auf der großen Freiheit, die lebende Seemannslegende der Hannes auftritt, der mit den Jungs früher zu See gefahren ist. Und dann kommen wir eben ins Hippodrom zu Hannes und der kriegt dann die Nachricht, dass sein Bruder, mit dem er sich anscheinend überworfen hat, dass es ihm sehr schlecht geht im Krankenhaus und Hannes besucht ihn. Dabei verstirbt sein Bruder und sagt ihm noch, er solle sich doch um die frühere Liebe kümmern, um die Gisa. Und Hannes nimmt die Gisa dann unter seine Fittiche mit nach Hamburg, weil sie irgendwo auf dem Hof, ich weiß gar nicht wo, weit weg oder in der Nähe. In Bremen. In Bremen haben die sich mal kennengelernt. Aber naja, und sie hat auch in Bremen gewohnt, war trotzdem gleiche Ecke. Na gut, dann nimmt er sie mit zu sich und wie das so ist, der alte Hannes, der verguckt sich so ein bisschen in sie, aber da ist noch jemand anderes, der Gisa schöne Augen macht. Und Hannes stellt sich so die wichtigen Fragen im Leben. Soll er nochmal zur See fahren? Ist das Leben im Hippodrom seine Erfüllung? Möchte er die Frau an seiner Seite? Ist das Meer seine einzige Braut? Ja, das wäre so mein... Oh, du wirst ja gut und kurz fassen. Okay. Jetzt noch mehr oder was anderes? Nee, ich glaube, ich hätte davon voll erzählt. Ja, gut. Haben wir Ernst Herr Geiber gut dargelegt. Ja. Wie hat dir denn der Film gefallen? Das ist eine sehr gute Frage. Musst du darüber noch nachdenken? Wollen wir das hier im Gespräch verarbeiten?
Ja, war an sich ganz gefällig. Tatsächlich hat mir besser gefallen, als ich gedacht hätte. Aber war auch genauso viel Anspruch drin, wie ich erwartet habe. Ja. Also es war viel Anspruch oder wenig Anspruch? Oder? Es war unterhaltungstechnisch sehr schön und das war's auch. Ja, also mich hat der Film durchaus fasziniert, sowohl mit seinen Karlauern, die er immer wieder bringt, die aber auch immer wieder sehr schön rübergebracht worden sind, sehr schön vorhanden hatten, als eben auch mit all der Tragik und also so wie es eben das Schöne gibt im Leben, so gibt es eben auch das weniger Schöne und dieses, ja, dieser Versuch irgendwie das Glück zu finden, so irgendwie, das, sehr schön eingefangen. Ja, also ich war auch gleich zu Beginn recht schnell hin und weg. Wir beginnen, also der Vorspann läuft und wir sehen so im Hintergrund, oder sehen dann im Hintergrund hinter der Schrift Bilder vom Hamburger Hafen. Und der Vorspann endet eben mit einer Aufnahme dieser Padua, des Schiffes. Und dann kommt der Schnitt und die Padua ist zum Buddelschiff geworden. Also so dieses, aus dem Echten wird so das Nachgebaute oder das Künstliche eben gemacht und auch gefangen ja in dieser Flasche, die kann ja nicht von alleine weg und sind dann eben bei den Seemännern und diese Seemänner gehen ja dann eben zur großen Freiheit und sehen dort Hannes, aber sie sehen nicht den echten Hannes, sondern diesen Puppen-Hannes, der vor dem Hippodrom steht und als Werbung ist und dann gibt es auch da wieder den Schnitt, wir sehen eben diese Puppe in der Großaufnahme, Schnitt und dann sehen wir den echten Hannes. Also gleich einmal so diese Umkehrung von diesem, der echte Hafen, das Buddelschiff, der falsche Hannes, der echte Hannes. So gleich mal so ein Kreis geschlossen so in der Einführung. Ich sehe, das hatte ich auch so mitgenommen wie mich. Was denn darauf? Naja, das war die Stelle, wo ich gefragt habe, ja, ist das Hans Albers? Und dann 3 Sekunden später war es... Also kam mir der Schild auf die lebende Person, wie ich dachte, ach, ich habe zu früh gefragt. Naja, aber letztendlich war es dann so gemeint, dann habe ich es ja richtig interpretiert. Ja, und also ich musste noch überlegen, weil ich meine, ich hatte hier ja gesehen, den auf der Reeperbahn nachts um 12:30 mit Hans Albers und Heinz Rühmann. Und da ist eigentlich genau das Gleiche, da ist auch Hans Albers halt im Hippodrom der Sänger, der Stimmungssänger, wie er mal genannt wird hier. Aber ich kann mir vorstellen, wenn auch Heinz Rühmann dabei ist, dann macht es auch richtig Spaß, ne? Also... Ja, mit Heinz Rühmann, wenn man auf Heinz Rühmann eben so abgeht, ja, wahrscheinlich. Dann. Ach, magst du nicht so? Ja, gemischt tatsächlich seit unserem Erlebnis mit der Feuerzangenbowle. Ist da so. Ist mir ja noch ein bisschen dumm. Naja, aber der ist jetzt hier nicht dabei und soll nicht so das Thema sein. Toll, ich muss ich doof sterben, ne? Was meinst du damit? Na, bei der Feuerzangenbowle, die natürlich auch humorig ist, aber das hatten wir ja auch in unserem Podcast gesagt, und dann kommt halt dieses Ende und Heinz Rühmann spricht halt die Zuschauer direkt an. Ach ja, und das ist doch alles gar nicht so wild und ach, die ist das überhaupt echt und düdeldüben und naja, das zu einer Zeit zu sagen, wo halt draußen der totale Krieg herrscht. Und, ja, genau, ja, das ist nicht so schlimm. Hm, okay. Muss ich noch wieder sichten, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Und dann gibt es auch noch so diverse Geschichten wohl dahinter, da hat Christian sich noch ein bisschen eingelesen gehabt so zum Thema. Und die Tatsache natürlich, dass wenn man dass die Rechte für den Film halt bei den Rechten liegen. Ja, vielleicht sollte ich mir einfach mal euren Podcast dazu anhören. Wäre eine gute Idee. Dann wäre ich hier deutlich schlauer, ne? Kann ich nur empfehlen. So, okay. Ja, und das ist ja einer der ersten 5 Filme, wenn ich das richtig gelesen habe, die eben in Aquacolor entstanden sind. Die, wie gesagt, den Opfergang hat man gesprochen. Da gibt es noch Imsee, Kolberg, Große Freiheit Nummer 7 und den 5. habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, ist aber auch halb so wild. Und dementsprechend haben wir es eben nicht mit einem Schwarz-Weiß-Film zu tun, sondern mit einem ja, herrlich eingefärbten, doch immer wieder recht, oder zumindest in dieser Restaurierung, Koloration, wie auch immer, gesehen, doch immer recht blass bleiben auch, oder auch immer sehr viel mit dunklen, mit schwarz. Fandest du? Ich hab so gedacht, na, mal sehen, was Max jetzt sagt, weil ich habe so in den Fall des Vernichtens gedacht, oh, das haben sie aber schön restauriert gekriegt, auch die Farben sind so klar und so bunt, außer wenn jetzt hier die ernsten Szenen so angedacht waren, dann haben sie es natürlich auch blasser gehalten. Aber so prinzipiell fand ich schon, dass da auch ordentlich mit Farbe gedonnert wurde. Ja, es wird mit Farbe, also ich habe jetzt in meinem Hinterkopf immer noch so die Opfergang-Sachen und das war wirklich so richtig
da springen dich die Farben richtig an, das Rot und so. Das ja gut, vielleicht habe ich jetzt nicht. Ne? Und hier wird eben viel so, Hans Albers ist eben oft schwarz gekleidet und da gibt es immer so sehr viel das Spiel mit Licht und Schatten, wird immer so, sein ganzes Gesicht ist so im Schatten gehüllt und dann siehst du immer noch die Ausleuchtung der Augen. Das ist total faszinierend, fand ich immer, also gleich so die ersten Szenen, wenn er wenn seine Freunde kommen und dann haben sie das Buddelschiff dabei und er ist dann vor diesem Buddelschiff und man sieht schon so halt eine Träne im Auge und glänzt das so richtig doll und finde ich total stark. So die Tatsache, dass er die ganze Zeit immer diese dunklen Sachen hat, das zeigt ja eigentlich auch von vornherein, dass er der Verlierer sein wird, ne? Also zumindest im Bereich eher in seinem Liebesstreik um Gisa sozusagen. Ja, also das auf jeden Fall, ne? Das ist eben der Mitbewerber, der eben in diesem grauen Sonntagsanzug oder hellgrauen Sonntagsanzug ihr natürlich farblich sehr viel näher ist als eben Hans Albers, der immer wieder so dunkel gekleidet ist und in dieser simplen Farbdramaturgie oder in diesem simplen Verständnis schwarz-weiß zeichnen, ist das schon sehr offensichtlich, ist aber irgendwie doch sehr, sehr stark, ja. So simpel wie effektiv mal wieder. Und ja, das zieht sich ja auch immer gut durch. Ist auch irgendwie, also ich habe auch das Gefühl, der Hans Albers, der startet eigentlich noch so als ein relativ positiver Charakter. Also wirkt auch noch sehr, sehr fröhlich und alles. Und das, ja, je weiter der Film voranschreitet, desto, ich weiß nicht, ob negativer, aber irgendwie auch, wehleidig, vielleicht auch nicht so melancholisch. Also kommt so eine Traurigkeit auch durch, ne? Also dieses so, ja, was habe ich denn in meinem Leben jetzt so gemacht? Und meint dann eben auch so, naja, der Job ist irgendwie eigentlich nichts für mich. Und die Gisa, die ihn dann eben auch fragt, ja, bist du denn überhaupt, du bist doch gar kein Seemann, du bist doch Dings. Und dann war er gleich so ganz empört, hier ist mein Seesack, hier ist alles drin, mein Fahrtenbuch und so rausholt, um eben zu weisen, hey, nee, ich bin schon ein Seemann, also so ist nicht, ne? Und dann auch auf der Barkassenfahrt hier mit der Hafenrundfahrt, wenn die dann kommt und auch seine ganzen Anekdoten auspackt. Wo ich glaube, dass ich dann auch immer die Persona, oder was ich mir einbilde, die Persona Hans Albers und der Schauspieler sich überschneiden. Also wo ich glaube, er muss gar nicht so viel Schauspieler, er ist einfach so. Vielleicht war er im echten Leben auch ganz anders, keine Ahnung. Ja, also dieser Charakter, der immer weiter und ich... Ich weiß nicht, fandst du ihn bemitleidenswert? Oder? Nee, gar nicht. Also ich hab die ganze Zeit gedacht, Mensch, deine große Liebe ist doch die See. Und er wollte ja eigentlich immer zu seiner großen Liebe. Und das ist ja das, und dieses, am Anfang ja sozusagen in der Sterbeszene von seinem Bruder direkt, da erzählt er ja nochmal richtig, also richtig auf die Punkte, ne, dieses Wehklagen nochmal direkt, und dieses, ja, ich habe für dich hier das und das geopfert, ich habe das zurückgesteckt, ne, dass du zur See fahren kannst, dass du das machen kannst, dann wollte ich das machen, hast du mir das Geld gezockt, dann wollte ich wieder von vorne anfangen, hast du es mir wieder weggenommen und ich musste dann an Land bleiben, obwohl ich da gar nicht hingehöre. Und dann habe ich es doch endlich mal geschafft, wegzugehen, dann ist die Mutter krank geworden, haben die fremden Leute noch begraben, das verzeih ich dir nie. Und zielt ihm das alles auf so und dann stirbt ja nun der Bruder in dem Moment. Und da habe ich so gedacht, ja, deine große Liebe ist eigentlich die See. Du wolltest eigentlich immer nur weg und hast sozusagen, zu einmal warst du zu gutmütig, dann wurdest du abgezockt und dann hattest du ein schlechtes Timing. Und eigentlich möchtest du immer nur raus, aber irgendwas hält dich immer. Und der letzte Zapfen, der dich jetzt noch hält, ist sozusagen dein Bruder und der stirbt jetzt in dem Moment, der könnte eigentlich gehen. Und dann kriegt er ja noch auf dem letzten Willen hier sozusagen das so aufgedrückt, dass er sich um die Gisa kümmern soll. So. Okay, also das für mich war der Bruder jetzt nicht der Haltegrund, also das, was ihn da hält. Interessant, ja, ich überlege gerade. Das ist eigentlich nochmal so aufgegriffen. Also ich habe eigentlich schon den Eindruck, dass durchaus auch die Chefin hier, deren Namen ich gerade vergessen habe, mit der Anita, mit der er da eigentlich zusammen ist sozusagen, dass das auch schon so mit ein Grund war, warum er da ist. Also mit seinem Bruder. Waren die wirklich zusammen? Ich habe das Gefühl gehabt, das war eine einseitige Liebe von ihrer Seite aus. Ja, es war auf jeden Fall schon der Zenit überschritten seinerseits, ja. Das war sehr offensichtlich. Und hat das für dich, also das hat für dich keine weitere Tragik so für ihn gehabt oder so? Also dass du irgendwie gedacht hast... Ja, ich hatte schon das Gefühl gehabt, dass er sozusagen sein Ziel war auf ihn immer gewesen, zur See zu fahren sozusagen, hier wirklich die Seefahrt zu genießen. Da waren immer diese ganzen Probleme, die sich ihm in den Weg gestellt haben. Und für die Frauenwelt, da hat er da sozusagen eher mal diese schnelle Nummer gekostet und hat dementsprechend eher diese wechselnden Mädels gehabt, was ihm dann auch leid ist in dem Alter. Wie er das nachher noch auch zu seinem sagt, diesem anderen Seemann sagt, ja, das ist das erste Mal, dass mir passiert, dass ich verliebt bin. Das hatte ich vorher nicht. Und dementsprechend möchte er gleich von 0 auf 100 und dann das erste Mal, wo er diese Gefühle hat, die er für Gisa hat,
dann möchte er sozusagen auch sesshaft werden und dann hat er, steht er vor der Entscheidung. In diesem Moment fährt er nochmal zur See oder wird er jetzt sesshaft mit der Gisa? Das ist ja die Sache, die sich ihm stellt. Und er versucht eher dann den Mittelweg für sich zu finden, dass er den Kodak sozusagen kauft, damit er sozusagen halb noch auf See sein kann, während er mit ihr das Leben führt, das Sesshafte. Und die Tatsache letztendlich, dass das mit Gisa nicht so klappt, wie es ist, das bringt ihn ja eigentlich zu seiner großen Liebe so zurück. Das, dadurch kommt er ja, ist er ja eigentlich frei und kann machen, was er will und dann fährt er ja wieder zur See. Und das ist ja eigentlich das, was er von Anfang an wollte. An sich ist das ja für ihn, es ist jetzt nicht das schlechteste Ende. Natürlich in der Liebe, was sind die nur tragisch, das tut dann nicht weh. Das ist schon tragisch, aber... Aber ich finde ja genau, das macht ja, macht das doch aus, eigentlich so dieses Hin- und Hergerissensein, ne? Klar, irgendwie so, ja, Seefahren ist schon irgendwie, aber andererseits so der sichere Hafen hat auch was. Und also für mich liegt da eine ungeheure Tragik drin, eigentlich so. Das ist für mich so der Kern dieser Geschichte eigentlich, fast dieses, ja, ich habe mich irgendwie, also er hat jetzt irgendwie auch so seinen Platz und das ist eigentlich auch nicht schlimm und ist auch immer mal schön so, aber es ist auch nicht wirklich das, was er möchte. Das ist schon irgendwie offensichtlich, ihn zieht es schon irgendwie hin zum Meer, aber andererseits nur so quasi unerwartet und unverhofft erwischt ihn jetzt auch das menschliche Glück eigentlich und dass er eben auch irgendwie weiß, beides geht nicht, dann was, wie gesagt, hier, denn dieser versuchte Mittelweg mit ja, Hafenrundfahrten wäre vielleicht noch eine Sache, dann bin ich immer mal auf dem Meer und habe sie trotzdem in meiner Nähe und eigentlich gleichzeitig auch festzustellen oder feststellen zu müssen, dann, naja, das ist halt mein Traum und der Traum von Gisa sieht ja völlig anders aus. Und, also für mich liegt da schon in dieser Nichterfüllung der Liebe, ist da schon diese Tragik drin. Ich finde eher. Also auch wenn das sein vermeintliches Glück ist, dann wieder zur See zu fahren. Also man könnte das ja auch umdrehen und sagen, na, er fährt ja eigentlich nur zur See, um eben zu vergessen, eben dieses, was dann auch wieder anklang. Es muss erst sozusagen noch erfunden werden, irgendwas, was ein Seemann nicht vergessen könnte. Oder wenn man zur See fährt. So. Und das ist eigentlich eine Riesenverdrängung ist, wenn er jetzt wieder zur See fährt, dass er das ja nur macht, weil er den Korb bekommen hat von Gisa. Und nicht, weil er aus reinem, ich möchte zur See fahren, fährt er jetzt. Ja, na gut, das kann man sehen, ja, kann ich nachvollziehen, ja. Und für mich ist das ganz eindeutig auch so ein, ja, ich habe diesen Weg, der wird nicht weitergehen, ich muss es vergessen, ich muss auf See raus. Es verbindet sich natürlich in Anführungszeichen positiv, dass er ohnehin wirklich nochmal auf See will oder irgendwie auch dahin gehört, dass das ein Teil von ihm ist und ihn immer ruft. Aber ja, wie gesagt, das ist für mich mit einer großen Tragik verbunden. Also weißt du, was mich da jetzt wirklich in der Sache so stört, warum ich das wahrscheinlich nicht so eng, also so tragisch sehe wie du? Ich finde, ich bin erstmal dann wirklich Team Gisa. ich finde, dass Gisa ihm von Anfang an nicht so die hat ihm das nicht so gezeigt, dass diese Gefühle, die er hatte, die hat er sich auch zum Großteil eingebildet oder die waren halt einseitig und sie hat ihm das nie großartig bestätigt oder ihm da auch noch einen hingeworfen. Ja. Also das war wirklich eine einseitige Liebe, wie sie auch zum Schluss sagt, na, er hat ja nie was gesagt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, letzten Tage wirkte er ein bisschen komisch, aber an sich, vorher kam von ihm ja dann nie was, also von daher, ne? Und die Tatsache, dass sie jetzt auch mit dem anderen, an dem anderen interessiert ist, hat sie auch kein Hehl gemacht. Das finde ich halt so. Also, dass er hat sich ja für sich selbst sozusagen diesen Konkurrenz- und Hahnkampf da mit dem Georg selbst in den Kopf gesetzt und die beiden Männer waren ja so komplett gegeneinander, aber dass er mal Gisa gefragt hätte, was ihr Lebensentwurf wäre, wo sie hin möchte, wie sich das alles vorstellt, das war doch alles gar nicht. Das war doch so. Also für mich war auch. Das kam für mich auch überraschend, dass auf einmal so mit dem, dass er sozusagen was von ihm wollen würde, das habe ich mir schon gedacht, dass es passieren könnte. Aber dieser Sprung und das ist dann nun passiert. Ich meine, er war die ganze Zeit von Anfang an so ein Grabbelfips, ne? Also, der andere Typ ja auch. Ja, das weiß ich auch nicht. Sehr einnehmend. Das ist anscheinend so ein Pauli, wenn man die ganze Zeit am Hippodrom abhängt, dann passt man alles an, was einem vor die Linse kommt oder was. Also, weiß ich nicht. Ich habe das nicht für voll genommen. Also, auch wenn das jetzt vielleicht für dich ein unpassender Vergleich ist. Aber es gibt, ich gucke ja nun gerne K-Dramas und da hast du auch oftmals dann sozusagen hier eine Figur, mit der dir die weibliche Figur ausgeht. Dann hast du mal einen, der dann mal dabei ist, aber der eigentlich nie großartig beachtet wird und der auf einmal nachher so einen Heiratsantrag um die Ecke kommt, ne? Obwohl er nie irgendwie eine Geste hingeworfen gekriegt hat und alles. Und ich fühlte mich jetzt extrem an diese Rolle erinnert, als ich diesen Film gesehen habe. Ich dachte so, oh, okay, also das, wie die das in den 40ern gemacht haben, das machen die anderen heute noch. Das ist klar, weiß ich nicht. Na, also mit diesen Rollen habe ich immer Probleme, weil ich mir denke, ja, wieso, ihr seid noch nicht mal miteinander ausgegangen, aber ihr macht schon einen Heiratsantrag und das war doch bei ihm jetzt nichts anderes.
Naja, also. Weiß ich nicht. Also zunächst, zum Beginn habe ich auch so gedacht, naja, er nimmt sie jetzt aus Freundlichkeit, als eben zwar der letzte Wunsch seines Bruders bei sich auf, aber jetzt ohne große Hintergedanken. Und ich finde, das wird dann so angedeutet, also ne, dieses, ja, sie hat jetzt hier quasi die Wohnung neu dekoriert, er hat ihr ein Bett gekauft und er zeigt ihr mal die Stadt und er sagt ihr auch mal, hier kommt mal mit, wir machen was zusammen und so. Also da hatte ich schon so ein bisschen den Eindruck, dass da so eben von seiner Seite aus irgendwie was wächst, aber auch, dass er vielleicht gar nicht so richtig weiß, was er da nur oder nur mit hin möchte oder will. Hattest du auch das Gefühl, dass von ihrer Seite irgendwas war? Also das war für mich alles eine freundschaftliche Sache. Also ich hatte auch ein bisschen so dieses Altersproblem. Also ich habe sie, für mich war sie deutlich jünger, eher so als, naja, entweder ist er sehr, sehr früh Vater geworden, das könnte seine Tochter sein. Also jetzt nicht, ist nicht ganz so ein riesenextremer Altersunterschied. Aber ich sah schon aus wie 50, ne? Und er sah schon ein bisschen. Also ich fand, der Georg sah auch schon aus wie 40. Also ich glaube, der sah auch schon so aus wie fast doppelt so alt wie sie. Naja. Also das war das eine. Und ne, genau, von ihrer Seite aus war eher so dieses, naja, ich habe jetzt einen Job und ja, auf diesen Georg habe ich eigentlich auch keine Lust, aber... Aber den fand ich ja nachher ganz niedlich, den fand ich auch ganz charmant nachher. Der hat sich ja wenigstens bemüht, sagen wir es mal so. Ja, aber so, aber weder, dass sie von ihm was wollte zunächst, als auch, also von und mit Hans Albers ja eigentlich auch erstmal nicht, genau, hatte ich auch nicht den Eindruck so. Für uns als Zuschauer wird das dann natürlich eher deutlich als für Hans Albers, dass sie was von dem Georg, oder dass sie mit dem Georg dann doch ein bisschen mehr Interesse hat und so. Obwohl, sie schäkert ja auch mit ihm rum, also sie nimmt sich ja nicht zurück, wenn er da ist. Oder auch als sie nachher im Hippodrom sind, da geht sie auch direkt zu ihm hin und die stört sich da gar nicht an wie heißt er denn? Hannes. Die geht dann da ganz normal hin und dann hat sie das Problem, dass sie außen vor ist, weil die Männer ihren Hahnkampf da ausdrücken müssen, wo ich dann gefragt habe, einfach die Frau. Aber ist das zu der Zeit einfach nicht so? Ja, so ein bisschen habe ich auch gedacht, ne? Ja, warum sprecht ihr eigentlich nicht miteinander? Ne? Also, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so erfreulich ist für den einen oder den anderen, aber das hätte vielleicht so manches klarer werden lassen. Ja. Genau. Also von der Liebesgeschichte her weiß ich nicht. Also ich hatte auch das Gefühl gehabt, zum Beispiel, dass die Gisa auch den Georg nicht so toll fand von Anfang an. Bei ihr kam ja so, es hat sich erst der Schalter umgelegt bei der Bootsfahrt, wo er dann einfach ihr gesagt hat, ja, ich arbeite auf der Werft, ich bin gar kein Matrose, weil sie aus diesem Matrosen, also Problem ja sozusagen ausbrechen wollte, was sie ja sozusagen als leichtes Mädchen sozusagen deklariert hat zu Hause in Bremen. Das wollte sie nicht wiederhaben, weil Matrosen ja sozusagen als sehr untreu gelten, ähnliches. Und das war für sie dann so das erste Mal, wo sie dachte, oh ja, bei dem kann man sesshaft werden, der ist ja gar kein Matrose, der arbeitet ja auf der Werft, der hat ja einen festen Job, der ist ja hier vor Ort. Und das war, ich hatte das Gefühl gehabt, das war das erste Mal, wo sie sozusagen erstmal ihm überhaupt Aufmerksamkeit geschenkt hat. Ja, na, sie hat ja nachher gesagt, ne, bei ihr war das dann eben der Automat hier mit dem. Ja, das war ja schon das, wo sie einen Schritt weiter ist, also wo die Verliebtheit dann einsetzt. Das war ja das schon. Ja. Auch überrascht, wie schnell die da knutschen und alles. Das erste Date knutschen, ich habe gedacht, das muss ein Konservativer zur Zeit zugegangen. Das erste Date war ja auf der Hafenrundfahrt. Das war doch nicht kein Date, da ist sie mit dem anderen ausgegangen und er hat sich da reingeschmuggelt und sie einfach angetatscht. Das ist doch kein... Also war das damals so, dass da jeder mal fummeln durfte unterwegs? Also das war ja, ist ja wirklich, ne? Also oder man war da lockerer. Keine Ahnung. Ja, war lockerer in der heutigen Gesellschaft. Wir sind alle konservativer geworden. Ja. Oh, man locker ist gut. Ja, das kam mir manchmal so richtig fehlplatziert vor und so wirklich so dieses, ja, ich sag mal so in der Kneipe und wenn sie da abends weg sind und wird rum, wenn sie alle touchen, das ist ja okay. Aber jetzt im Alltag, wenn man hier fummelt da, mal auch mal hier, man klappt auf dem Hintern mit, auch auf der alten, hässlichen Hausfrau da, ne? Also der Hausobfrau oder was ist das, ne? Büsch, einmal mit reinzugeben und alles. Also das war so, ja, das ist halt so. Ja, und auch dieses erste Date, ach naja, wollen wir uns duzen, sitzen, auch weiß nicht. Also habe ich auch so gedacht, okay, das kam jetzt sehr, sehr überraschend. Also, Und es war für mich auch die befremdlichste Szene im ganzen Film. Das war nicht sehr komischer, ewig langer Traum zum Schluss, sondern die Szene, die ich befremdlich fand, war dieses, aha, die sind jetzt beide tanzen, dann kommt auf einmal hier unser schwarzes Männchen Hannes dazu, dann kommt dieses Unwetter, dann kommt der Streit um die 6,20 Mark.
wenn die zahlt, dann kommt diese riesengroßen Kameraaufnahmen, dann dieser Sturm, dann diese Panisch, diese Panik, diese Darstellung, und da ich sogar, was ist denn das jetzt für ein riesen Unwetter, was ist denn das jetzt für ein... Ja, der Sturm zieht auf, ja, das aber ist, was ist die, denn das? Das Gefühlsdreieck kommt jetzt, das ist symbolisch jetzt gemeint, weil das habe ich schon erkannt. Ja. Aber es wirkte schon extrem komisch mit den 26 Kölner noch eine. Ja, da muss ihm nochmal jeder zeigen, wer hier der Herr im Hause ist. Ich bezahle das. Nein, ich bezahle das. Ja, 3,10 € für jeden. Also, nee, es ist. Ja, aber das war so, wo ich dann dachte so, ja, aber jetzt, also spätestens jetzt dürfte Gisa doch gemerkt haben, dass der Hannes auch was von ihr will. Wenn beide Männer sie im Arm nehmen und dann gehen sie zu dritt durch die Straßen und jeder zieht sie in eine Ecke. Wieso sagt denn Gisa nicht, Hannes, was soll denn das? Also, Ja, das heißt ja, dann liegen sie ja da, ne? Jeder liegt in seinem Bett. Nee, das ist ja schon später. Ist das nicht da? Nee, das ist halt der Kneipenschickerei, weil er noch zu ihr sagt, er hat gedacht, du bist ein leichtes Mädchen. Da weint sie ja noch, dreht sich ja noch weg und weint. Stimmt. Wo ich auch dachte, was ist denn das für ein Blöder? Und das nimmt er ja, genau, ich wollte sagen, das nimmt er ja auch gar nicht wahr, dass sie da eben so sich nach dem Georg oder dem Willem, wie auch immer, so sehr sehnt und er eben so, naja, macht ihm eigentlich draus hier, wir beide so ungefähr, wir schaffen das schon. Habe eben überhaupt nicht bemerkt, dass die ganz andere Gedanken hat dazu. Ja, das meine ich ja. Ich finde, er ist die ganze Zeit nur auf sich selbst fixiert, dass er das erste Mal verliebt ist, macht ihn glücklich und es beschert ihm auch Hochgefühle. Aber dass er wirklich sie einmal gefragt hätte, was sie möchte, das ist ja nicht. Also das ist, weiß ich nicht, oder es wird dann nicht einmal dargestellt. Weiß ich nicht. Es ist eigentlich eher so, dass er immer so Dominante ist und sie und ihr was sagt und zeigt und für ihn tut und dann macht sie mal mit. Aber jetzt so wirklich, dass da jetzt dieses Zwischenmenschliche wäre, dieses euer Kommen, dass auch er, dass er ihm immer was zurückgibt, sonst, oder dass sie ihm was gibt, was mehr als. Na, die Kette. Das war ja blöd gelaufen, dieses. Ach ja, ich hab sie schon um, darf ich sie behalten? Was war da? Naja, aber das ist eben so, finde ich, ein Symbol dafür. Ich finde das auch interessant, also das wird ja auch wieder. Ein tolles Symbol aus der Pornobox. Ertrinken. aber ich finde, das wird auch sehr stark eben mit dem auf dieser filmischen Ebene gelöst. Wenn er eben sagt hier, ne, heute Abend kannst du mal das Radio anschalten, ich bin im Rundfunk, brauchst nicht vorbeikommen, Herr Podom, ist nichts für dich, aber du kannst mich hören. Und wenn wir dann so gesagt bekommen, einmal auch, ja, das klingt heute ganz anders. Und, also mir ging es so, ich hatte den Eindruck, nachher er kämpft irgendwie so ein bisschen mit den Tränen. Und naja, so der war sehr emotional, fand ich auch. Das Lied, was er da gerade singt, das beschäftigt ihn sehr. Und vor allem werden aber gleichzeitig auf der erzählerischen Ebene der Willem und Gisa verbunden, weil sie beide Zuhörer sind bei dieser Rundfunkdarbietung sozusagen. Wir sehen sie natürlich, die das hört, und dann kommt nachher auch der Schnitt zu ihm und dann unterhält sich, glaube ich, die Haushälterin und sagt da irgendwas noch dazu oder so. Aber bestimmt irgendwas beim Anzug. Ja, da werden die beiden eben dadurch verknüpft, dass sie beide eben zuhören und dann eben so auch bildlich recht nahe kommen an der Stelle. Und Hannes, der eben so anmerkt, irgendwas ist noch nicht so richtig in meinem Leben, obwohl es eigentlich mal schön war. Und was ist denn jetzt los? Ja, so diesen einen Wendepunkt oder diesen Punkt, wo er merkt, ja, irgendwas ist da. Mhm. Auch wieder, ne, so relativ dunkel gekleidet, meist eher isoliert gezeigt. Wir sehen ab und zu mal die Frauenorchester, nenne ich das jetzt mal, die da mitspielen normalerweise mit den Instrumenten. Mhm. Da wird aber auch immer mal wieder so allein im Bild eingefangen, also sehr isoliert eben. Also für mich war die tragische Figur in der ganzen Geschichte die Anita. Die Anita hatte das Gefühl, hatte das Gesicht einer alten Frau gehabt, den Körper einer jungen Frau und dazu dann auch eine einseitige Liebe für den Hannes, der sie gar nicht für voll nimmt. Und sie hat ein ganzes Geschäft zu leiten, den ganzen Laden zu schmeißen. Ja, tolles Geschäft, wo die ganze Zeit den Tag nur Pferde und Esel rumrennen. Also das ist eine Spelunke. Also. Ja, ist halt Partyalarm. Das hat sie doch nie im Leben. Das hat sie auch schon nachher durch die ganzen Hygienegesetze spätestens aufgelöst. Oder Tierschutz. Wenn es sowas wirklich gab. Also, ich meine, ich fand ich ja auch ein sehr, sehr anzügliches, aber starkes Symbol eben. Ja, der wilde Esel. Wie kann man den wilden Esel zähmen? Gibt es einen Trick? Ja, du musst ihn am Schwanz packen halt, ne? Und damit kannst du ihn dann ruhig stellen und ihm zeigen, wo es lang geht. Und was war denn das Sinnbild, dass man zu der Glatze kommt, dass man den Esel reiten musste? Das Symbol habe ich gerade erläutert. Das erklärt auch, warum der immer so auf den Esel fixiert war und nicht auf die Frauenwelt, ja? Ja, der konnte da eben sein Glück machen. Dann eben kriegt er mal die 10 Mark dann ausgezahlt. Ja, nicht mehr, nachdem er dann das erkannt hat, das Trick erzählt, dass er mir. Der Esel ist krank. Ja, aber das ist eben so aus Dings. Ja. War die Margot eigentlich ein leichtes Mädchen, was den Haartyp anging? Ja, na, die war auf jeden Fall halt eine.
Hast du ja gesehen, als sie erfahren hat, dass hier Jens in 2 Tagen wieder abreisen muss, klebte sie schon am nächsten. Und das war ja ein sehr korpulenter Typ. Ja, wie hieß der, Heinz oder Knut? Oder? Naja, wann hast du abgemustert? Und naja, gerade eben. Und dann wusste sie, okay, den kann ich mir jetzt die nächsten Wochen eben warm halten, der wird mich versorgen, so ungefähr. Also der gefühlt sehr pragmatisch rangegangen ist, während eben von Jens, ne? Jens hieß der. Der sich da durchaus anscheinend Hoffnung gemacht hat, der auch sehr tragisch eigentlich rausgeht. So, und der Fiete, der Glatzkopf, der kommt ja quasi noch mit am besten weg. So, der hat seine Kumpels um sich rum wieder, geht wieder auf Reisen, das macht ihm Spaß. Wieso, der war die ganze Zeit traurig, dass der Esel nicht mehr rauskam. Der hat die längste Traurigkeitsphase gehabt in der ganzen Film. Er konnte ja nachher nochmal da rumladen. Aber der wirkte noch am ehesten so wie... Ja, mag sein, dass er sich ein bisschen in den Esel, dass er mit dem eine Freundschaft aufgebaut hat. Aber dass er den Esel jetzt hinter sich lassen musste, trifft ihn nicht so schwer wie Hannes und Jens mit ihren Frauen. Da ist das Verhältnis ein bisschen anders, finde ich. Jetzt der Fokus, wenn er nachdem die Nase gebrochen wurde. Ja, das war auch sehr. Ich habe die Nase voll von Hamburg. So, sehr, sehr schön. Ja, gut, im Verhältnis trifft sie nicht so stark, hast du recht. Ich hab ja kurzzeitig gedacht am Ende, also es war nur wirklich ein ganz kurzer Gedanke, dass der Jens die Verlobungsringe im Müllhaufen zockt und der Nutte geben will. Also das war doch kurzfristig mein Gedanke. Naja. Also dieses, na jetzt, Frau jetzt geht der da an den Dreck, nimmt die auch Verlobungsringe wie Gollum. Mein Schatz. Die andere dreht sich weg, dann rennt er gleich weg und geht zum Margot. Ja. Also wirklich. Ja, so ist es eben auch eher der Ding. Und dem gegenüber steht dann eben Willem mit seinem Automatenspiel, mit dem wer wagt, gewinnt. Und er hat sich gewagt, oder er hat es gewagt und er hat ja quasi gewonnen dann am Ende mit Gisa. Auch wenn die einzige Hochzeit, die wir sehen, eben eine Traumhochzeit ist, oder eine Albtraumhochzeit, je nachdem, in Hannes Traum dann. Ja, das war zu lang, die Frequenz. Zu lang? Das war doch ein super Ding, eben wie Hannes, was ihn so alles umtreibt und antreibt. So dieses, so eine Art sich wie eine Marionette zu fühlen bei seiner jetzigen Arbeit, wie er irgendwie sich das Glück erhofft, wie alle möglichen ihm irgendwas sagen, ne, Hansa-Theater, bleib bei mir, komm wieder zur See, dididim, und dann eigentlich möchte er eben die Gisa jetzt heiraten und sich dann einmal umdreht wieder und zack, sind die Tore verschlossen und sie ist weg. Und wie eben dieser Traum dann auch kippt so ins Albtraumhafte. Für mich war das sowieso diese Sequenz, wo er da sozusagen als Puppe an Fäden ist, war schon richtig gruselig für mich. Also da bin ich mal ein bisschen, dieses Ding, das war schon, also fand ich sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall, den Traum. Kann ich leider nicht teilen, dass du den zu lang fandest. Also könnte jetzt noch gucken, ja, ob es vielleicht einen kleinen Aspekt noch hätte weglassen können oder so, aber also ich fand den Traum sehr, sehr stark. Also ein tolle Erzählart an der Stelle. Um das wirklich nochmal so, zack, wir sind jetzt kurz vorm Ende, da stehen wir oder da steht eben Hannes, das sind seine Möglichkeiten oder Varianten und das ist seine eigentliche Sehnsucht. Und der dann damit endet, zack, das Buddelschiff ist zerschlagen. Dieses Symbol eben auch. Ja, ich hätte das Gefühl gehabt, dass relativ viele Sachen in diesem Traum verarbeitet wurden, für uns Zuschauer schon vorher klar gemacht wurden durch andere Sachen. Das war nochmal sozusagen eine extreme Wiederholung. Und das sozusagen nochmal diese Gedankenwelt eintaucht für jene, die alle nicht aufgepasst haben oder keine Empathie hatten. Aber es ist schön gemacht. Es ist so langweilig, wenn wir die gleiche Meinung haben. Und trotzdem, das war mir zu lang. Das war mir einfach zu lang. Ich weiß nicht, wie lange der Traum war. Es kam mir einfach zu lang vor. Den hätte man schon einkürzen können, weil hätte man die Sachen, die schon auf der Hand lagen, hätte man nicht nochmal erläutern müssen. Also von daher, weiß ich nicht. Es hat mir nicht so zugesagt. Unfassbar. Kostverächterin. Ja. Ja, mag sein, aber ist doch nicht so meins. Aber ich muss auch sagen, ich bin mit dem Film nicht so warm geworden. Er war ja auch eher kühl. Ist ja okay. Der laute Stöhner war für dich. Du stehst ja sonst so auf Romanze und solche Geschichten und Dramen. Ja,
Ja, das wollte ich nicht in Abrede stellen. Ich bin doch eine Frau. Ja, das war doch großes Drama hier. Ja, aber ich habe dir das doch schon erklärt. Es gibt immer, ich vergleiche das immer mit meinem K-Drama. Es gibt die beiden Leads, die zusammengehören. Dann gibt es den Second Lead, der nie ein Zeichen gekriegt hat und den Antrag macht. Und wir haben jetzt im Fokus den Second Lead. Und das ist für mich eine sinnlose Liebesgeschichte. Und das war ja auch am Ende so. Da muss man sich nicht emotional noch rein investieren. Ja, selbst wenn du dich nicht in die Liebesgeschichte vielleicht, aber allgemein diese Tragik der Figur von Hannes, das kann man ja trotzdem mitnehmen. Also ob man nur ihn als den Nebencharakter sehen möchte sozusagen, aber das ist doch das, was das so ausmacht, so diese Zerrissenheit dieser Person. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich fand den Georg als Person deutlich interessanter für mich. Den hätte ich lieber ein bisschen ausgeschmückter gesehen. Was war denn interessant? Der hat ihr da mehr hergestellt, so das war's. Naja. Er hatte seine Vermieterin halt, die sich um den Anzug gekümmert hat, die gesagt hat, der Anzug ist noch. Der Anzug die ist Anzüge. Ja. Naja, aber der wirkte halt so von der Art her sehr lebenslustig und halt auch sehr, sehr fidel. Also ich meine, es ist natürlich sicherlich auch eine inszenatorische gewollt, so dass man über ihn eben nicht diese ganzen Hintergründe und die Lebensgeschichte bekommt. Ja, das hätte ich bei dem zum Beispiel mal interessiert. Ja. Ja, ist so. Also bei dem Hannes, den fand ich auch nicht schlecht davon ab. Ich fand, dass für mich wirkte noch einfach teilweise diese Verliebtheitsphase, dieser Übergang in Verliebtheit und dann dieses gleiche heiraten wollen, ohne mit ihr mal kommuniziert zu haben oder ihr mal Gefühle offengelegt zu haben. Ja, das wirkte davon überzeugt. Das ist egoistisch und es wirkte für mich nicht überzeugend. Das wirkte für mich extrem erzwungen. Bei Hannes fand ich es interessanter, sozusagen seine Sehnsucht zur See und diese zur Familiengeschichte heraus, dass er immer dieses Pech hatte, dass er nicht zur See konnte und dass er sich dann selber gehemmt hat. Er war ja auf See. Ja, aber nicht so in der Funktion, die er haben wollte. Das ist ja das, was er dem Bruder am Anfang vorgeworfen hat. Also das fand ich ein interessanter Komplex von ihm. Das fand ich interessant. Ja. Ich fand es auch interessant, wer die Gisa oder die Fittiche genommen hat. Der Moment, wo es für mich bergab ging, war, wo dieses, wieso bist du nicht so in sie verliebt? Ja, wieso denkst du, dass sie in dich verliebt ist? Da kommt doch kein bisschen Zeichen, gar nichts. Also, hätte Gisa das gewusst, wäre sie schon längst ausgezogen. Hätte sie sich schon ein eigenes Zimmer gesucht. Aber allein diese Tatsache, wenn du nicht mal ein Zeichen gekriegt von ihr, will den Antrag machen und ohne dass er mal mit ihr geredet hätte, zieht er erstmal ihr Bett in sein Schlafzimmer rein, wo ich dachte, sehe der. Ja, nicht mal. Er sagt ja, ne, die Tür ist gar nicht breit genug und er schafft dann doch nicht, so wie er es plant, das Bett rein, sondern nur die. Das Kopfkissen. Dass sie gemeinsam in einem Bett sogar schlafen, was ja noch. Ja, in dieses kleine Mini-Bett oder was, das sind ja nicht mal 80 Zentimeter, wie sollen die da rein? Und auch das wird dann eben wieder gegengeschnitten mit dem Zusammentreffen der anderen beiden Menschen in dem Bett. Das war ein größeres Bett. Also auch wieder so, dass das eben so aufmacht. Ja, also das zum Schluss, das gebe ich schon zu, das war schon sehr, sehr traurig. Ne? Wenn man jetzt sieht, wie glücklich die anderen beiden sind und wie traurig und alleinsam und er auffährt, ja, für eine ganze Tafel auf einmal. Ah, das war schon stark. Ich habe mich auch gefragt, schade, dass er das nachher mit der Seefahrt aufgehört hat. Ich hätte mich jetzt schon interessiert, ob er einen Brief hinterlässt oder ob denn den ganzen Müllhaufen da hinterlässt. Oder ich war ja gesagt, hier, die beiden Jungs kommen an hier, da, hier ist dein Seesack, die Schlüssel hat Frau Ixlibixli. Schon vergessen. Ja, also das ganze, das kann sie dafür erstmal Gisa schon aufräumen, wenn sie nach Hause kommt. Also was ich zum Beispiel auch extrem unbekümmert fand, was auch mal ein Riesenzeichen nochmal in die Richtung war, dass Gisa von ihm nichts will, war die Tatsache, dass sie einen Zettel schreibt, wo sie gerade ist, auf der Rückseite des Zettels von dem Georg ist. Die war Nachricht. Auch herrlich, wie der Jens das so vorliegt. Was sagst du denn da? Das steht ja auf der Rückseite. Also das mag ich eben auch in dem Film, so diese ganzen vielen Kleinigkeiten. Und der wirkt für mich sehr authentisch. Also das könnte sich so zugetragen haben, so ungefähr. Das ist ja vieles eben. Ne? Die sprechen ja auch sehr, sehr mundartlich, schön viel so, schön hamburgerisch. Oder einer ein bisschen Kölsch da. Ja, die Kölschen Jungen, den hast du ja nicht oft. Das macht für mich sehr viel von der Atmosphäre aus da für diesen Film. Das wirkt sehr, ja, sehr, sehr lebensecht. Sehr naturalistisch. Das mag sein. Bei mir ist es auch so, und ich habe aus dieser Zeit, Epoche und Deutschland, habe ich ja nun gar keinen Vergleichswert und auch gefühlt gar keine, nichts gesehen. Also, kann natürlich jetzt. Ja, die Feuerzangenbowle. Ja, die Feuerzangenbowle, ja. Aber das ist auch schon etliche Jahre wieder her, dass ich sie gesehen habe. Ich habe die auch schon gar nicht mehr so vor Augen. Und ich glaube aber jetzt mal abgesehen, habe ich aber aus der Zeit wirklich noch nicht großartig was gesehen. Da habe ich jetzt auch keinen großartigen Vergleich.
Also viel haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Ja, gefühlt permanent sowas. 5, 6 Filme sind es vielleicht mittlerweile, ja. Aber also habe ich auf jeden Fall Aufholbedarf und ich habe immer das Gefühl, wenn ich denn mal was mitgekriegt habe, dann habe ich immer gedacht, das sind immer relativ leichte Themen, die verarbeitet werden. Also das ist jetzt auch ein leichtes Thema. Das kannst du ja eigentlich auch... Was ist ein leichtes Thema? Mein Platz in der Welt. Was mache ich? Was fange ich mit meinem Leben an? Oder wo stehe ich im Leben? Oh, das ist ein leichtes Thema. Das ist ein großes Drama, sag mal. Was ist denn ein leichtes Thema? Verstehe ich nicht. Muss mir erläutern. So meinte ich das gar nicht. Ich meine jetzt nicht davor, dass du mich nur unterbrichst. Ich meine jetzt sowas, dass man sowas gut zusammenfassen kann, so in 50 Sätzen wie du. Oder man kann auch einfach sagen, dieses, ja, unerfüllte Liebe, einseitige Liebe, neu gefundene Liebe. Dann haben wir alle drei abgedeckt. Das ist ja vielleicht leicht zu benennen, aber was hast du gesagt, leichtes Thema? Ja, das wollte ich ja da ausführen. Da bist du ja gleich reingehüpft wie so eine Kamikaze-Kätzchen. Also entschuldige mal. Ja, also es ist für mich eine hoffnungsvolle Sehnsuchtsgeschichte. Was ist jetzt für dich die Hoffnung? Welche Hoffnung denn? Der umgestoßene Tisch, die verwehrte Heirat. Oh, ist ja hoffnungsvoll, ne? Er lässt die andere Frau auch noch zurück, er fährt wieder auf sie. Nee, ja, ich sage ja nicht, dass das Ende hoffnungsvoll ist, ich sage ja, dass die Geschichte hoffnungsvoll ist. Er hat ja die ganze Zeit Hoffnung, dass sie ihn auch liebt. Naja. Also wenn er die Hoffnung nicht hat, dann braucht er ihr gar keinen Antrag machen. Also was ist denn das? Ja, nee, es eine Täuschung kann ja nur davon kommen, wenn du Hoffnung hast. Ja, dann brauchen wir nicht enttäuscht sein, wenn er keine Hoffnung hatte. Das würde ich trotzdem nicht als hoffnungsvolle Geschichte beschreiben. Also, wie würdest du es denn beschreiben? Ja, als tragische Geschichte. Weil wir haben ja den Wissensvorsprung ihm gegenüber. Ich meine, gut, wenn er mal. Wenn er einfach mal hingucken würde, würde er es auch mitkriegen. Aber sie macht es nicht heimlich. diese Tragik, die ist da für mich schon da, dadurch, dass wir eben wissen, nee, das mit ihr, also wenn du denkst, Hannes, du könntest mit Gisa zusammenkommen, dann wirst du wohl über Bord gehen. Ja, frag mal die Wirtin unten, die weiß das bestimmt auch eher als du. Ich fand die Motivation von ihm, die hat mir gefehlt ein bisschen. Dieses, was jetzt? Naja, ich hätte wirklich die Tatsache, dass sie ihm nichts gibt und er davon überzeugt ist, dass sie aber auch komplett genauso denkt wie er. Das, also diese Liebesgeschichte, die nicht existent war, die war für mich auch nicht existent. Deswegen fand ich es auch so dieses, ja, das ist natürlich traurig, dass du enttäuscht bist. Ja, aber auch selber schuld. Also man kann ja auch mal das Thema ansprechen oder... Naja, vielleicht, ja, also das würde ich auf jeden Fall sagen, so, das ist auch so wie ein, zwei Mal so dieses, ja, redet doch miteinander. Ja, ganz ehrlich, jetzt ist noch leichter als jeder andere, der steht, die schlafen mit offenen Türen. Also, weil das würde ich dann eben, ne, dafür war das ja dann auch wieder exemplarisch, bevor er seinen Traum hat, so dieses, er redet so eben so und aus seiner Sicht und ja, das ist doch nicht schlimm und dem zeige ich schon und wir passen ja zusammen, aber ihre Reaktion eben gar nicht wahrnehmen, also dass man vielleicht, oder das würde ich jetzt eben argumentieren an der Stelle, dass Hannes da überhaupt das auch überhaupt nicht realistisch einschätzt oder so, sondern halt, würde ich jetzt mal sagen, ich sag mal, so, die lebt jetzt hier schon eine ganze Zeit mit mir, das ist jetzt meine Dern geworden. Dern. Die Dern mit Doppel-E. Eigentlich bin ich kein Hamburger. Weiß nicht, wie die aussprechen. Nee, genau, so, dass das für ihn irgendwie so anscheinend eine Art Selbstverständlichkeit ist. Genau. Und dass er das einfach so für sich eben entschieden hat, so ist das. Und ja, was ist denn das? Naja, wie gesagt, kann man natürlich kritisieren, ist völlig legitim zu sagen hier, naja, hättest du mal die geredet oder hättest du mal zugehört, mal geguckt, wie sie so reagiert, wenn du das erzählst, was du so erzählst. Ich frage mich, also mich stellt sich gerade eine andere Frage, ich frage mich jetzt die ganze Zeit, ob er so ein Luftalge auch bei der Seefahrt jetzt allgemein so ein kleiner Luftikus war, ne? Dass der halt immer viel gesammelt hat, dass er immer, er möchte halt viel zu sehen, er möchte die Liebe, aber dass er halt immer viel redet, aber nichts tut. Ja, zu See ist er ja gefahren. Also ja, aber nicht in dem Maße, wie er es war. Er hat ihr doch das Buch davor gelegt. Ja, ich weiß das jetzt, das weiß ich doch auch. Hat alle Fahrten berichtet. Ich rede doch, ich beziehe doch immer darauf Stellung auf diese Rede, die er zu seinem Bruder am Anfang hält. Ja, na, dass das nicht so ganz gelaufen ist, wie er das wollte, das ist ja. Ja, genau, und das meine ich. Ja, aber das ist ja trotzdem ja eben. Dass er trotzdem Segel gefahren ist, weiß ich auch. Ich spreche das ja nicht ab. Ha. Ja. Okay.
Ja, aber warum ist in deiner Ansicht nach, wenn du, also warum ist er denn nicht weiter zur See gefahren, deiner Ansicht nach? Ja, also offiziell hat er ja gesagt, ne, er wollte nicht mehr. Er könnte, aber er musste nicht mehr. Das war ja das, was er gesagt hat immer. Jo, woran liegt das begründet? Ja, an Anita. Ach, du glaubst, das war wirklich eine Liebesgeschichte mit der Anita? Ja, und dann sagt er auch irgendwo, das hat er nochmal gesagt, na, ist halt schon lange vorbei auch. Ne, aber am Anfang schon. Das war schon sein Grund. Und ich glaube, dann hat er das irgendwie so, ne, das hat er dann eben so, ja, macht ihm auch ein bisschen Spaß eigentlich so, dieses Auftreten und alles. Dass aber eben durch das Auftreten von Gisa ihm nochmal irgendwie so vorgehalten wird hier, na, du hättest auch nochmal in die andere Richtung abbiegen können oder es hätte auch anders sich entwickeln können. Um dann vielleicht aber auch eben festzustellen, na, jetzt ist es dafür dann zu spät, also in der letzten Konsequenz dann, dass eben feststellen, jetzt ist es dafür zu spät. Das Einzige, was du jetzt nochmal machen kannst, ist zum Vergessen auf sie zu fahren. Ja, der King von Kiez, ne? Wie hat dich denn so die Inszenierung so mitgenommen? Ich meine, gut, du hast schon gesagt, du bist nicht so wirklich warm geworden, aber das ist wahrscheinlich das, was mich wieder mehr fasziniert hat, so die bildliche Ebene und alles. Nö. Okay. Dieser Blick ist zum Glück nicht zu hören. Nee, von dem Bildgewalt, ich fand ihn schon schön. Ich fand ihn auch von den Kamerafahrten sehr interessant und ich fand ihn auch von Schütten auch sehr interessant gehalten. Also haben sie sich nicht lumpen lassen. Also das fand ich auch sehr unterhaltsam gemacht. Auch sehr hochwertig, muss ich sagen. Also ich muss natürlich dazu auch sagen, ich finde, Hans Albers spielt es auch sehr, sehr interessant oder sehr stark. Also gerade immer so seine Blicke. Und wie gesagt, wenn das eben so mal eingefangen wird, ist quasi alles ist dunkel oder abgedunkelt in seinem Gesicht. Und dann hat er halt diese Augenpartien, das ist nicht nur bei ihm, aber hauptsächlich bei ihm, er kriegt diese Szenen eben, wo dann die Augenpartien nochmal so extrem ausgeleuchtet werden. Was dann auch stark ist, wenn er irgendwie mal, also gerade zum Beispiel mit seinem Bruder, wenn er dann so an der Stelle steht und das wird ausgeleuchtet und dann beugt er sich so über seinen Bruder rüber, das Gesicht dunkel und dann kommt er wieder genau in die Position und zack, sind auf einmal die Augen sofort wieder total erleuchtet und alles. Aber das wirkt halt einfach, finde ich. Da kann ich mich, kann ich immer nichts drüber sagen. Aber hat es denn, also sollte das irgendwas Bestimmtes ausdrücken oder? Also für mich erzeugt es erstmal ganz grundsätzlich eine Stimmung so, dieses, ne, es ist irgendwie so schattig, es ist nicht dunkel, es ist dunkel gehalten, es ist eben nicht so, hey, Sonne scheint und tolles Wetter und alle sind glücklich und happy. Nein, das ist dieser Hannes, der gerade seinem Bruder dabei zusieht, wie er an Malaria verreckt. Er ist dunkel gekleidet, alles ist so schattig, alles ist düster, das trägt so diese, ja, Gefühlswelt, finde ich, so wird da mit verbildlicht, sage ich mal. Aber so ist es ja die ganze Zeit. Das war ja schon in der Kneipe, bevor das mit seinem Bruder war, als er dieses Buddelschiff da überreicht. Genau, das auch schon, da wird auch schon diese Thematik aufgebaut. Er ist eigentlich ein Seefahrer, fährt gar nicht mehr zur See und kriegt sofort dieses Leuchten in den Augen, wenn er dieses Buddelschiff, wenn er sein Schiff sieht. Und wenn es nur so eine kleine, in Anführungszeichen, ein kleines nachgebautes Ding ist, was natürlich trotzdem eine hohe Kunst ist, ich kann es nicht. Ja, also ich finde es auch. Ist halt sofort wieder dieses alt, also das alte Feuer, würde ich es jetzt mal sagen, nenne ich es jetzt mal, entfacht und seine Augen glühen förmlich und da ist eben diese Faszination sofort da. Also er würde am liebsten wahrscheinlich sofort auf das Schiff springen, wenn er nicht noch eben sich erstmal überhaupt darüber klar werden muss, warum bin ich eigentlich hier und warum springe ich denn nicht gleich aufs Schiff, um es dann eben letztlich ja zu tun, wenn er sich dann darüber klar geworden ist. Ja, das ist eben so dieses, was das für mich eben viel ausmacht. Das natürlich, klar wird auch nochmal die Augen als das Tor zur Seele, die dann eben auch nochmal so viel da transportieren können. Ja, das ist das so für mich. Diesen Punkt. Ich überlege auch gerade, ich glaube, ein oder zweimal ist es auch bei anderen Personen so, dass sie so ausgeleuchtet werden, aber hauptsächlich betrifft es eben den Hannes. Ich fand, wenn ich jetzt mal das durchgehe von den Bildern, die ich vor Augen habe, bei der Gisa, die hat ja immer ein helles Gesicht. Oder liegt, also auf ihrem Gesicht liegen die Schatten. So. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig, ob nicht vielleicht dann, wenn die da so im Bett kurz sind. Aber es stimmt schon, sie ist deutlich, ne, so wie auch der Willem dann eben, die sind beide deutlich heller, nicht mal unbedingt farbenfroh im Sinne von bunt, aber deutlich heller auch. Ich finde, der Willem hat sich eh auch immer wieder Zeit angepasst. Da wurde der Anzug und die Mütze immer, also der Hut wurde, die Mütze, die was er getragen hat, auch immer heller. Auch der weiße Rettungsring da in dem Laden, wo sie arbeitet, ne, der also wirklich strahlend weiß ist, wo er dann nochmal so durchguckt. Wir treffen uns dann also Sonntag um 3.
Und ich finde das allgemein interessant. Das fand ich zum Beispiel tragisch, dass sie ihn draußen stehen lassen hat. Ja, ne? Und auch da wieder das Wetter, das eben so eine Rolle mitspielt in diesem Film. Immer wieder ist es eben verregnet oder die Wolken ziehen auf. Nachts scheint es immer zu regnen, sowieso. Ist ja auch immer sehr schön filmisch, wenn es nachts nass ist, dann reflektiert und spiegelt das alles immer gleich nochmal eine Stufe mehr. Aber stimmt schon, so dieses im Regen stehen, das Wortwörtliche, das macht auch nochmal viel aus. Ja, allgemein, der Georg, der wird ja immer nass mit seinen Anzügen, das ist ja immer irgendwas. Ja, kommt, zieht dann plötzlich noch so ein Sturm auf. Mhm. Ja, nee, also das finde ich schon ziemlich stark inszeniert. Also da steckt eben sehr viel drin. Ich fand auch bei den Schnitten immer mal wieder, so wie gesagt hier, mit diesen ja quasi Matchcuts eben zu Beginn vom echten Schiff zum Buddelschiff, von Puppen-Hannes zum echten Hannes und wie dann auch zwischendrin immer mal so Schnitte kommen oder überblenden. Nee, ist das eine Blende? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie genau es Blende ist. Also wo dann eben kein harter Schnitt einfach erfolgt, sondern wo du das eine Bild so geht zur Seite und dadurch taucht eben das andere Bild auf, was teilweise so in der Bewegung der Figuren übernommen wird, dass also jemand von rechts nach links geht und während er eben von rechts nach links geht, kommen wir zu dem nächsten Bild und haben die Szene gewechselt sozusagen. Wie heißt das? Ich überlege, ob das eine Wischblende ist, aber da bin ich jetzt selber, also ich nenne es jetzt einfach Wischblende, ohne zu wissen, ob das ist. Ich habe das heute ganz exzessiv woanders gesehen, deswegen habe ich mich nur gefragt, wie das heißt. Weil also ich so häufig bei Star Wars ist das ja auch oft, da habe ich es das erste Mal, glaube ich, bewusst wahrgenommen, so als kleiner Junge oder so. Da ist ja auch nicht einfach nur ein harter Schnitt immer, sondern da kommt so dieses, usch, das Bild wird so weggewischt zur Seite und das neue Bild ist plötzlich da, solche Sachen. Also wo man, genau, nicht einfach nur einen harten Schnitt hat, zack, ein Bild ist fertig, das nächste beginnt, sondern eben noch irgendwelche Übergänge so mit einbaut. Und also das finde ich ein sehr, sehr kunstvoller, sehr, sehr interessant inszenierter Film. Hast du eigentlich, wenn du diesen Film mal mit anderen Filmen aus dieser Zeit vergleichst, das Gefühl, dass er sozusagen noch dem ähnlichen Schema folgt oder hebt er sich da irgendwie ab von der Inszenierung her selbst? Ja, also ich würde jetzt, wie gesagt, als erstes so mit Opfergang vergleichen. Und da gibt es auch sehr dieses düstere, schwere und dunkle, was sich aber noch viel expressiver aus meiner Sicht abwechselt mit den Farben in dem Film. Also wie gesagt, das Rot in dem Film, da wirst du völlig bekloppt bei, wie das da ein quasi schon wegstrahlt. Und hier wirkt das, also wie gesagt, da kann ich natürlich nur mutmaßen, ob das eben an der Restaurierung liegt. Die haben ja auch geschrieben, woran sie sich da orientiert haben an der Farbgebung, aber hier wirkt das insgesamt, finde ich, gedämpfter. Also das eben aus meiner Empfindung her beim Opfergang deutlich, deutlich stärker eingesetzt. Auch bei Imsee war das, glaube ich, ähnlich. Imsee würde mich auch interessieren. Ja. Genau. Aber ich finde auch eben, ja, also unterscheidet sich in Inszenierung, aber auch bewusst, und es soll auch eben so sein, dass eben, ja, ne, wir hatten eben gesagt, hier viel Regen, viel Dunkelheit, dass das eben schon sich eben in der Darstellung oder eine Verbildlichung, Versinnbildlichung eben der Gefühlswelten durchaus darstellt, ja. Würdest du dann sagen, das ist ein hochwertiger Film? Also was jetzt hochwertig? Also ich finde ihn auf jeden Fall sehr gut. Ich finde ihn sehr, sehr beeindruckend. Ja, also qualitativ auf jeden Fall hochwertig. Also Inszenierung, Schauspiel, ich überlege gerade, ob... Also, beim Schauspiel, nicht mit Abstrichen, aber einfach so dieses, was ich dir ja vorher irgendwie, hatte ich das, weiß gar nicht, ob ich es in der Einführung gesagt habe, so Hans Albers, der ist so, wie er ist, von wegen, der braucht keine Schauspielschule, so ein Atemtraining, also, hat er vielleicht auch gehabt, damit er dann Dinge kann, aber der wirkt einfach, das ist eine Marke und hier hatte ich das Gefühl, es sind lauter so eine kleineren Marken dann auch unterwegs gewesen, die auch immer ihren Dialekt da gesprochen haben und so und ja gut, beim Humor da warst du ja auch voll dabei, ne? Du bist ja auch nicht mitgegangen. Ja, wie gesagt, da war schon so einiges. Manche sind auch dann Karlauer schon gewesen oder so. Ich dachte, ja, das wird auch 30, 40, 50 Jahre später immer noch aufgegriffen und wer weiß, wie viele Jahre vorher das auch schon stand, so mancher Spruch und alles. Aber so, wie die eben rübergebracht werden und die Pointen, ich finde, das sitzt heute sehr häufig. Und, ja. War vielleicht auch immer so ein bisschen mit die Überraschung, sowas dann plötzlich zu hören oder zu sehen, was da eben gerade passiert oder sich abspielt. So dieses, okay, ja,
Und das meine ich eben auch mit diesem authentischen, lebensnah, weißt du, denn in anderen Filmen würde man vielleicht nochmal schwer auffahren, so wie, also wenn die dann nachher tanzen, sind hier die beiden in Blankenese oder Segepiel, wie heißt das nun? Und dann kommt eben Hannes und dann zieht das Gewitter auf und plötzlich setzt das Orchester ein, dass wir auch alle wissen, jetzt wird es aber richtig schlimm und diese bunte, helle Welt, da kommt plötzlich dieser dunkle Mann mitten ins Bild und zerstört diese Idylle. Das ist schon sehr, sehr direkt und plakativ, aber das ist eben auch immer wieder, finde ich, so leichtfüßig eingeflochten. Es wirkt leicht und einfach, wie so organisch sich in diese Welt einfügen und nicht so gestelzt oder okay, jetzt brauchen wir noch diesen Moment, wo Personen A und B das und jenes und ein erstes Gespräch finden oder so. Und das, wie gesagt, ich finde, es wirkt halt sehr natürlich. Ich fand in der Szene, das wirkte so over the top. Das ist jetzt bei der Tanz. Ja, ja, wie er so aufgetaucht, das ist schon richtig trashig für mich wirkte. Und deswegen wirkte das für mich so ungewollt komisch teilweise, wo ich dachte so, na, es soll jetzt ernst und bedrohlich wirken und ich finde, ich grinse mir jetzt hier einen ab, weil das einfach zu naja, doll gesagt, ist. Das war so dermaßen drauf. Was schon wieder drunter war, weil das war schon. Nee, also ja, dass es eben sehr leicht ist, eben zu sagen, weil es genau eben das, was auf jeden Fall Klischees heute sind, ich weiß nicht. Ich nehme an, damals wird man es auch schon als Klischee verstanden haben, bewusst oder unbewusst. Dieses, ne, wir haben Sturm, wir haben das laut aufspielende Orchester. Also ich fand auch, das Orchester, das passte auch irgendwie für mich gar nicht im Sinne, wir haben bis dahin häufig die Lieder, die Hannes eben spielt. Und wenn es Musik gab, dann war sie mir nicht so bewusst. Und hier ist das eben wirklich so dermaßen quasi mit dem Hammer, dass ich auch kurz gedacht habe, ja, ist das jetzt noch ernst gemeint oder hat da kurz, durfte jetzt mal kurz der zweite Regisseur ran oder so und an den Tagen oder und sie mussten das halt nehmen, weil nichts anderes gedreht war oder war es eine Vorgabe von oben? Also wo ich wirklich dachte, das ist für mich auch irgendwie negativ aufgefallen. Und dann aber auch vielleicht ist es eben in der Zeit so gewesen. Weiß ich nicht genau, aber das stimmt schon. Also gerade wie gesagt, diese Orchester, also mit dem Regen und dem Sturm und dem Wind, damit könnte ich leben. Aber dass dann eben noch diese Musik da nochmal so dermaßen draufhaut, das war mir dann auch zu viel. Wo ich dachte, okay, ja, ich fühle jetzt, es ist böse und schlimm. Naja, es war einfach viel zu viel und dann gehen sie alle böse weg und dann kommt der Kellner, Entschuldigung, ich hätte noch gerne 6,20 Mark. Wo ich denke, ja, und rennen sie beide Männer, beide schon steifen Ganges wieder zurück. Wo ich dachte so, das ist doch jetzt alle ernst gemeint. Ja, ist eben dieses Gegockt. Also das könnte man ja auch nochmal sagen, ne? Wir haben eben diesen Automaten, das Huhn, das ein Ei legt und dann haben wir da diese beiden Hähne. Ja, was ist das eigentlich für ein blöder Automat gewesen? Ja, war in diesem Ei eigentlich auch noch was drin? Das habe ich mich auch gefragt. Das wird mich auch wahrscheinlich noch ein paar Nächte kosten. Aber werden es wohl nie erfahren. Oder das ist so wie die Kaugummi-Automaten, die wir kennen. Müssen wir nach Hamburg fahren und gucken, ob es da diesen Automaten noch gibt an der Stelle. Das wirkte so die ganze Zeit, dass wir das wirklich nur. Ich habe auch gedacht, da ist dann so ein billiger Ring drin oder so. Das ist auch durch die Kaugummi-Automaten geprägt. Ne? Das wäre nochmal so ein netter Kniff gewesen dann für die beiden oder so, aber ja. Ja, das war einfach nur ein Ei. Ja. Sehr, sehr künstliches Ei. Ja, wahrscheinlich hat er verschiedene Farben ausgeworfen. Ja, große Freiheit. Also dir hat der Film jetzt wirklich gut gefallen, ja? Ja, die Frage nach der großen Freiheit eben. Ne? Auch das ja ein sprechender Name sozusagen in diesem Film hier. Was ist denn die große Freiheit? Zu tun und zu, also ne, konkret gegenständlich ist es eben dieser Nachtclub, oder nicht der Nachtclub, sondern die Straße, die Meile da auf der Reeperbahn, die man abzweigen kann und wo sich eben dann das Hippodrom findet, aber was ist denn so eben für die Frage ist dann eben, was ist für die einzelnen Protagonisten eben deren eigene große Freiheit, die sie verwirklichen können, die sie hinterherjagen, die sie haben wollen und vielleicht gar nicht wissen, dass sie haben wollen. All dieses ist da eben. Und wie gesagt, ich finde den hervorragend gemacht, vielleicht eben mit Ausnahme der Café-Szene oder mit der Musikeinsatz vor dieser Café-Szene. Ich finde auch zum Beispiel, als sie diese Hafenrundfahrt machen, wenn dann so diese Rückprojektion erfolgt oder dieses Reingeschnittene, auch selbst das wirkt, finde ich, sehr hochwertig. Also es funktioniert, ne? Wenn dann hier er noch von dem anderen Kahn nass gemacht wird. Ich erkenne zwar, ja, es ist ja, halt ja, also reinkopiert, aber es ist schon ziemlich passig. Also wenn ich manchmal daran denke, wenn ich in anderen Filmen so eine Rückprojektion sehe, bei Autofahrten, wo ich denke, ja, jetzt fährt das Auto gerade in ihn hinten rein, so ungefähr, jetzt mal überspitzt gesagt, dafür war das hier schon enorm genau und wie das Schiff da vorbeifährt und die Höhe und dass dann da jetzt die Welle kommt und so. Also das finde ich, haben sie auch gut gemacht.
Also bildetechnisch kann ich auch nichts sagen. Also mir geht es einfach nur, also mein Problem war wirklich mit der Handlung selbst. Und als Hamburg-Film so vielleicht noch? Wie würdest du das so? Ich hätte gerne noch ein paar Ecken mehr gesehen. Noch ein bisschen mehr gehofft, ja. Also wie gesagt, ich meine, Hamburg geht immer. Ich mache auch den Hamburger Dialekt unglaublich gerne. Den höre ich auch am liebsten. Spitzenstein. Ja. Ja. Also wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich behaupte, als wir da eben lang gegangen sind, das ist eben da bei dieser Beatles-Statue, bei diesem Beatles-Platz, wenn man da rechts abbiegt. Ja, ja, das mag ja gut sein. Aber du hast ja trotzdem nicht so allzu viel gesehen. Ja, hast du im Hafen da ein bisschen umher. Hast du hier dieses Tanzlokal da in Blankenese. Teure Ecken. Also das mit den Pferden, und das fand ich echt, wenn du allgemein kennst, ich mag ja nur allgemein keine Pferde gerne, aber wenn ich mir vorstelle, ich gehe abends noch feiern, dann habe ich auch die ganzen Viecher da. Spektakel. Das wäre jetzt halt auch nicht meine Einflugschneise, ne, aber also nicht. Und auf sowas standen die Matrosen, wa? Dann lieber die Möwe. Ja, die wilden Pferde zu zähmen, ne, das war eben so. Das Ding hier. Ja, also ich fand den Film jetzt man kann sich den mal angucken, ich fand ihn ganz gefällig, aber der hat mich jetzt nicht so begeistert und an ein paar Sachen erinnert, wo ich hatte so, die ich allgemein so im Alter auch nicht mag, und ja, vom Schauspieler schon, das war ich positiv überrascht tatsächlich, auch von der Gita-Darstellerin hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, dass die nicht diese Theaterintonation haben, sondern dieses natürliche Spiel. Gerade bei jüngeren deutschen Filmen hast du ja allgemein gerne mal diese Theaterintonation, die ja im Theater wunderbar rüberkommt, aber im Film extrem schlecht wirkt. Die ist halt da nicht, das finde ich sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Ja. Aber so dieses... Ich kann das nachvollziehen, wenn du sagst, dass du in ihn eine tragische Figur siehst und alles, aber er ist mir als Person jetzt nicht so nahe gegangen, dass ich es damit gefühlt hätte. Das war so. Ja gut, das ist dann natürlich auch verständlich, wenn das dann, also wenn man da eben nicht so klickt, dass man da auch nicht viel weiter rankommt oder so. Ja, also wie gesagt, ich kann nur für mich sagen, ich finde mich fasziniert dann eben die Figur. Wahrscheinlich mehr eben mit ihren inneren Konflikten und ihren den Sachen, die sie vielleicht auch nicht sehen will oder denen sie sich vielleicht auch nicht stellen will, bis dann der Traum das nochmal alles überdeutlich dann betont. Aber die Inszenierung, das Schauspiel, ich habe, also vielleicht ist bei mir auch schwingt auch so eine ganz allgemeine Faszination mit so für diese Zeit oder dieses Lebensgefühl, was da so präsentiert wird, im Sinne von auch diese ganzen Lieder, die gespielt werden. Was ich sehr interessant finde. Ja, aber ich mir immer wieder auf diese Frage, also Christian hat das ja, glaube ich, auch mal gesagt, so, ne, wo kommen wir her oder was fanden vielleicht auch unsere Eltern interessant oder womit sind die groß geworden? Also bei dem Film jetzt vielleicht, wenn dann eher noch Großeltern oder sogar Urgroßeltern. Also was steckt da vielleicht so drin oder was schwingt noch hinterher, auch eben 70 Jahre später so eben so zu gucken, so die eigenen Wurzeln auf verschlungenen Pfaden, wo die so lang verlaufen. Ja. Also wir haben den letzten beiden Filme, die wir gesichtet haben, haben mir deutlich besser gefallen und da war ich in der Geschichte deutlich mehr drin. Was sind jetzt meine Filme? Die Regenschirme und Sieben Samurai? Ja. Naja. Ja, aber das ist so... Ich meine, ich gucke jetzt auch nicht so häufig Filme wie du jetzt in der Frequenz, aber... Ja, ich habe... Okay, naja. Hast du ja gesagt. Ich hätte gedacht, dass der für mich mehr abholt. Ja, dann hole ich demnächst noch mehr Hamburg-Filme raus. Einfach. Schaffst du ja die ganze Zeit Deutsch an, ne? Die einen können wir auch. Ja, muss ich mich um internationale Sachen kümmern hier, dass wir mal ein bisschen Abwechslung kriegen. Ja, werden wir mal gucken. Das war es eigentlich soweit zur großen Freiheit Nummer 7 von Helmut Keutner mit Hans Albers. Ilse Werner war die weibliche Hauptdarstellerin. Und falls ihr den Film sehen wollt, es gibt eben, wie gesagt, den Film auf Blu-ray und auch auf DVD von Universum Film eben bearbeitet und restauriert und alles von der Murnau Stiftung. Sind da auch viele Extras drauf? Es ist ein Trailer von geschätzt 1945, das weiß man wahrscheinlich nicht genau. Es gibt im Splitscreen Vergleiche von drei Szenen zwischen der Inlands- und der Exportfassung. Sie unterscheidet sich doll?
Ja, es ist mehr so der Bildausschnitt. Also steht, es gibt vor allen Dingen, das ist eigentlich so mit das größte Extra, es gibt eben noch ein kleines Heftchen mit zwei Texten. Einmal von Olaf Möller, der ist so filmhistorisch unterwegs, hat, glaube ich, in Locarno unter anderem ein paar Retrospektiven mal zusammengestellt, aber macht auch noch viel mehr. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein Ausschnitt. Und Anke Wilkening, die für die Restauration mit zuständig war, also zum Thema eben Farbfindung und alles. Und auf jeden Fall wird eben geschrieben, dass sich durchaus, dass teilweise anscheinend mit mindestens zwei Kameras gefilmt worden ist und dass man eben teilweise unterschiedliche Bildausschnitte hat, dass vielleicht mal ein bisschen früher der Schnitt gesetzt ist oder eine andere Szene dafür dann eben 2 Sekunden länger geht so ungefähr. Aber jetzt nicht so, dass die eine Fassung eine Szene enthält, die in der anderen gar nicht drin ist oder so. Es ist eher im Detail dann halt ein Schnitt in einer Einstellungslänge oder so, die sich dann unterscheidet. Darf ich noch eine abschließende Frage zum Film stellen? Ah, nur eine. Überleg sie gut. Ja, der kam ja nach dem Ende des Weltkriegs ins Kino, oder? Also, so wie ich das jetzt hier gelesen habe, war er wohl zunächst noch freigegeben 1944, dann aber doch nicht, oder es wurden irgendwelche Änderungen gewünscht. Er lief dann im Ausland, in dieser Exportfassung, es war hier genannt Schweden oder Norwegen und Tschechien oder so. Wie gesagt, kann man im Heft lesen, habe ich vor ungefähr eine Stunde gemacht und habe es direkt wieder schon so gehabt. Aber ist er denn erfolgreich gelaufen? Also war das ein Erfolgsfilm? Oder war das ein Opfer seiner Zeit? Es stand, dass in Skandinavien das wohl ziemlich gut lief und auch dann Wiederaufführungen gab in den 50ern, Anfang der 50er. Und die erste im deutschsprachigen Raum, die Aufführung, war dann wohl September 45 in Wien. Und wie der dann gelaufen ist, kann ich auch nicht so genau sagen. Aber Helmut Kreutner ist durchaus noch seinen Weg gegangen, so in der Filmgeschichte. Und was hat er danach noch gehabt? Mon Petit zum Beispiel. Und sonst? Hier stand noch drin, nee, war das dieser hier? Das war jetzt gar nicht hier. Denn vorher war Romanze in Moll, den könnte man auch noch gucken. Der sagt dann gar nichts. Und den anderen habe ich jetzt auch gerade vergessen, große Freiheit. Unter den Brücken. Unter den Brücken, und der erscheint auch demnächst als Blu-ray, voraussichtlich im September. Na gut, gegen eine gute Liebesgeschichte habe ich nicht was einzuwenden. Ja, wir können jetzt aber da muss auch eine gute Liebesgeschichte sein, ne? Ja. Ja, so, damit kommen wir zum Ende. Was wir nächstes Mal gucken, du hast schon irgendwie was so rausgesucht, mal gucken. Ja, ich sag noch nicht, was es sein wird. Ich kann nur sagen, es wird nicht Deutschland werden. Ja. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Genau, falls ihr den Film auch gesehen habt, könnt ihr gerne auch Kommentare hinterlassen. Wiederaufführung.de oder vielleicht auch bei Twitter. @wiederaufführung, weil man das Twitter-Handle halt nicht so lang schreiben kann, ist das U und das N, glaube ich, rausgefallen. Wiederaufführung. Da sind wir also auch vertreten. Und ja, lasst uns gerne hören, ob ihr den Film gesehen habt oder sehen möchtet, was ihr so von Hans Albers haltet, ob ihr den kennt, ob ihr den total doof findet. Wir freuen uns auf jeden Fall über Rückmeldungen, und sonst bleibt mir wieder immer mal mein Abschlusssatz. Guckt Filme, habt Spaß dabei. Genau. Adieu. Ciao, ciao.